Meine heutigen Gäste sind Dr. Helmut Marko, der frühere Formel-1-Rennfahrer. Grüß Gott, Helmut Zwickel, ein langjähriger, jahrzehntelanger Begleiter der Formel 1, Journalist, Motorsport beim Kurier, und Franz Wurz, früher selbst ein Rennfahrer und jetzt Vater eines Sohnes, der vielleicht eines Tages in die Formel 1 einsteigen wird. Dr. Marko, hat die Formel 1 noch Zukunft nach Vorfällen wie Imola? Also, um es brutal auszudrücken, glaube ich, dass nach dem Todessturz von Ratzenberger die Einschaltquoten am Sonntag wahrscheinlich schon höher waren als im Schnitt, und sie werden noch drastisch höher sein bei dem nächsten Grand Prix wie Monte Carlo. Dass eine Summe von so schrecklichen Zwischenfällen und Unfällen zusammenkommt, ist sicher nicht die Norm. Aber ich glaube, dass einfach die Realität sowohl bei den Fahrern als auch bei allen Beteiligten durch die lange Serie von Nicht-Todesopfern abhanden gekommen ist und jetzt eben das mit brutalster Härte und Quantität vorgeführt wurde, welche Risiken in der Formel einstecken. Und da müssen wir uns klar sein, diese Risiken sind nach wie vor und werden immer hier sein. Denn wenn Sie mit Geschwindigkeiten jenseits von 200 gegen eine Mauer oder gegen sonst etwas prallen, dann helfen alle Sicherheitsmaßnahmen im Grunde nichts, denn die Energie muss irgendwohin absorbiert werden. Und auch wenn der Kopf geschützt ist, sei es mit Airbag oder dergleichen, dann wird es den Menschen halt innerlich zerreißen oder zerfetzen. Also wenn bei einem Unfall Aufprallwinkel, Auslaufzone und dergleichen nicht zusammenpassen, dann ist einfach das tödliche Risiko da. Nur, glaube ich, Imola muss man anders sehen. Die Piloten wissen um ihr Risiko, sie wissen, dass dieser Sport gefährlich ist, aber meines Erachtens sollte in keiner Weise das technische Risiko auf die Piloten übertragen werden. Und hier muss man, glaube ich, auch unterscheiden. Im Fall Ratzenberger ist es mehr oder minder klar, dass hier ein Materialfehler zu diesem Unfall führte. Und hier müsste seitens der Sportbehörde die Prüfmethode, die dieses Monocoque so sicher gemacht hat. Wir müssen ja auch sehen, all diese drei Unfälle, es gab keinen Brand. Vor einigen Jahren wären alle Autos hellauf in Flammen aufgegangen. Also es hat sehr große Fortschritte gegeben. Aber man müsste auch diese Prüfmethoden auf aerodynamische Teile, wie beispielsweise Flügel, ausdehnen. Denn das scheint mir derzeit das große Problem zu sein. Denn auch der Gerhard-Berger-Unfall und die anderen Unfälle in Imola waren aerodynamische Flügelunfälle. Und da scheint es ein Zusammenwirken der Curbs zu sein, die immer höher werden. Auf der einen Seite bewirkt das, wie im Fall Barrichello, den Abflug. Das Auto wird in die Luft geschleudert. Auf der anderen Seite berühren diese Flügel immer wieder diese Curbs. Und das sind Belastungen, die wahrscheinlich in der Kalkulation nicht enthalten sind. Und dann kommt es auf den Höchstgeschwindigkeitskursen, wo ja der aerodynamische Antriebspressdruck, also die ganzen physikalischen Kräfte am stärksten wirken, eben zu einem Materialbruch. Und für mich, ich habe da lange nachgedacht, ist es, glaube ich, auch kein Zufall, dass es immer Imola ist. Denn Imola ist am Beginn der Saison die erste Strecke mit richtigen Hochgeschwindigkeitskurven und zum anderen mit sehr welliger Fahrbahn, was ja auch wieder auf die Belastung drückt. Und am Beginn der Saison ist bei den meisten Teams die Erfahrung und all das noch nicht so weit gegeben. Und wenn man das jetzt weiterführt, dann hat ein Pilot, glaube ich, meines Erachtens das Recht von seinem Team, sei es von einem schwachen Team, sei es von einem Spitzenteam, dass ihm menschenmöglich zumindest materialmäßig ein sicheres Fahrzeug hingestellt wird. Herr Zwickel, Sie kennen die Formel 1 seit Jahrzehnten. Man hat jetzt gehört heute, wir haben es in unserem Kurzsport berichtet, dass man erste Maßnahmen gesetzt hat für Monte Carlo, ein Tempolimit in der Boxenstraße. Das allein reicht sicherlich nicht aus. Was meinen Sie, was geschehen muss? Das ist sehr schön und das ist wichtig, aber das ist so, wie wenn ich einen Kübel Wasser in den Atlantik schütte. Ich glaube, Imola hat uns gezeigt, dass die Formel 1 an einen ganz kritischen Punkt angelangt ist. Man muss sich eins vor Auge halten, wir haben das heute ausgerechnet. Circa 1000 Ingenieure, Wissenschaftler, Techniker arbeiten Tag und Nacht, Jahr ein Jahr aus, um die Autos schneller zu machen. 2-3 Gehirne arbeiten daran, um die Rennstrecken zu verbessern. Ja? Also wenn man nur 20 Ingenieure und Wissenschaftler und Knautschzonen-Spezialisten abstellen würde, um das Problem Rennstrecke weiterzuentwickeln und neue Dimensionen und Strukturen für die Zelle vorschreibt, dann
wäre uns also schon geholfen. Aber nehmen wir den Senna-Unfall her. Ich habe heute mit dem Gerhard Berger noch reden können, bevor er wirklich den Rollbalken runtergelassen hat und hat gesagt, so, jetzt ist aus. Ich habe also mit ihm geredet für ein Kuriergespräch für morgen. Und da hat Darf ich Sie da schnell etwas fragen, was uns alle interessiert? Hat Ihnen gesagt, ob er weiterfährt oder aufhört? Nein, also er hat gesagt, er ist momentan in einem Zustand, weil ich ihn gefragt habe, was sind die Konsequenzen aus dem Senna-Tod und Ratzenberger-Tod. Hat er gesagt, du, ich bin so leer, so ausgehöhlt, ich kann keine Gedanken fassen um die Konsequenzen. Und das ist auch der Grund, warum ich mit niemand mehr reden will und heute auch nicht komme. Es ist furchtbar, es ist schlimmer wie bei meinem eigenen Unfall. Aber wir sind den Senna-Unfall irgendwo, habe ich gesagt, also was glaubst du, was war? Und da hat er also Folgendes gesagt und das ist der Punkt, wie kritisch die Autos heute sind. Er hat gesagt, wir sind alle gestartet in der Erwartung, dass es ein Rennen geben wird. Und du fährst mit einem gewissen Reifendruck weg, der niedriger ist, weil wenn die Reifen heiß wären, nach ein paar Runden heizt sich der Reifen auf, der Druck steigt und dann hast du den idealen Druck und dann hast du die ideale Höhe des Autos und dann geht's. Und dann war gleich der Startunfall, diese Kollision und es gab kein Rennen. Ja? Mhm. Also 5 Runden fuhr man für einen Formel 1 im Schneckentempo hinter einem PSK. Ja? Der Gerhard hat gesagt, unsere Reifen hatten Untertemperatur, somit Unterdruck. Da werden die Seitenflanken ganz weich und dann plötzlich gab es ein Rennen. Und dann sind wir weggebraust und ich in einer Tamburella mit beiden Händen müssen das Lenkrad halten, weil ich wusste, jetzt kommen die Bodenwellen und die Williams, die fahren extrem tief, ganz tief unten, also einen Zentimeter. Und wenn jetzt der Reifendruck nicht stimmt, dann schlagt das Chassis auf. Und der Gerhard vermutet, wenn nichts gebrochen ist, das weiß man ja nicht, es gab ja keinen wegfliegenden Flügel wie beim Ratzenberger, wenn nichts gebrochen ist, dann hat das Auto dort aufgeschlagen und selbst ein Senna konnte ihm nicht mehr halten und war tot. Und ich glaube, da müssen wir den Hebel ansetzen. Erstens, die Autos so zu machen, dass nicht solche Winzigkeiten den Piloten zum Passagier degradieren und dass, wenn man rausfliegt, dass man nicht tot ist. Der Tod soll doch nicht die letzte Konsequenz sein. Jetzt gibt es 2 Sachen. Ich mache die Autos langsamer, ich mache vor Tamburella eine Schikane, fahre dort meinen zweiten Gang hin und schalte mich wieder rauf auf 300 und dann bremse ich wieder ab. Oder ich versetze die Mauer 1 Kilometer. Oder, so wie in Adelaide, ich mache eine Bobbahn. Das hat sich auch als günstig erwiesen. Ich habe die Betonblöcke neben der Straße, da fahre ich mit 300 runter, touch on. Natürlich, es ist auch kein Allheilmittel, weil die Wagen fliegen zurück wie ein Ping-Pong-Ball. Wenn andere kommen, kann es eine Massenkarambolage geben. Aber Imola, Tamburello, Villeneuve-Kurve, Dosa, du kommst mit 300 dort runter, ist nicht mehr zeitgemäß. Die Mauer müsste am besten 1 Kilometer weg sein. Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass wir unseren Formel-1-Experten, den Heinz Brühler, auch eingeladen haben heute zu der Diskussion. Er ist aber so betroffen durch den Tod seiner beiden Freunde, er ist ja mit der Formel 1 so eng verwurzelt, dass er heute nicht kommen wollte. Herr Wurz, ich habe Sie eingeladen in erster Linie, weil Sie der Vater eines vielleicht kommenden Formel 1 Piloten sind. Muss nicht ein Vater eigentlich jetzt in Anbetracht derartiger Unfälle seinem Sohn das Formel 1 Fahren sofort untersagen? Das wäre die logische Konsequenz. Ich habe mit meinem Sohn darüber diskutiert und wir haben ein sehr gutes Verhältnis und wir können sehr gut miteinander reden, machen sehr viele Entscheidungen gemeinsam und er hat gesagt, er fühlt sich reif und mündig genug, Entscheidungen zu treffen und er hat diesen Weg gewählt und er sagt, die Antwort, die spontan gekommen ist, er ist ein militanter Nichtraucher, ich bin ein Raucher und er hat gesagt, du gehst auch ein bewusstes Risiko ein und hörst nicht auf damit. Und es wäre jetzt unfair, einen Weg, also so ist seine Meinung, einen Weg, den er sich vorgezeichnet hat, durch so einen Anlass zu stoppen. Dr. Marco, es wird in den nächsten Tagen und Wochen sicher viele Diskussionen geben. Ayrton Senna hat vor ein paar Wochen in einem Interview gesagt, es war ein großer Irrtum, die Elektronik aus den Autos wieder zu entfernen. Die Autos sind schnell und schwierig zu fahren. Es wird eine Saison mit vielen Unfällen. War der sogenannte Fortschritt, den man eigentlich in der Formel 1 immer erreichen will,
oder zumindest eine Tempobremse nicht ein Rückschritt und mitverantwortlich? Ich glaube es nicht, denn wenn Sie betrachten, die Schwierigkeiten, die Ferrari mit der Active Suspension hatte, die waren ja hingänglich bekannt, und Unfälle wie in Portugal, wo das Auto endlich steuerlos war, für Berger, wie es für Senna in Imola war, oder die Schwierigkeiten, die McLaren mit Senna als erfahrenen Pilot in der Anfangsphase dieser Aufhängungsphase hatte, dann glaube ich, dass dieser Weg schon richtig ist. Er ist nur nicht konsequent gegangen. Das, was Zwickel sagte, man muss sich vorstellen, es genügt ein Millimeter, wenn die Bodenfreiheit nicht stimmt, und das nimmt man jetzt ja auch an, dass das der Grund für den Senn, dann schlagt das Chassis auf. Das ist der einzige Teil, der also bei 300 Uhr plötzlich aufsetzt. Und das Auto macht einen Schlag und wird in diese Richtung hineinkatapultiert. Kann man nichts dagegen machen. Aber das wäre eine relativ leichte Lösungsmöglichkeit. Man braucht nur die Aerodynamik zurückführen. Das heißt, diese ganzen Autos sind ja mit einem Unterboden, der in sündteuren Versuchen im Windkanal herausgefahren wird, ausgestattet. Und indem ich eine Mindestbodenhöhe aller Indica-Autos einführe, dann ist diese ganze Spielerei weg. Das Auto wird leicht. Ja, wegkommen, ne? Ja, aber da haben wir wieder den Nachteil mit dem Concorde-Agreement, dass all diese Entscheidungen einvernehmlich fallen sollen. Und die Teams, derzeit ist es Benetton, die eine ausgewogene Aerodynamik für sich haben, wollen diesen Vorteil nicht weggeben. Ja, und das ist der Egoismus zu stark. Das ist der Nachteil der Formel 1, ist eine politische Formel. Wer einen guten Motor hat, will das Motorreglement nicht beschneiden. Wer eine gute Aerodynamik hat, lässt sich nichts an der Aerodynamik wegnehmen. Wer die beste Elektronik hat, will also die Elektronik nicht beschneiden. Jetzt kommen immer nur Kompromisse zustande. Aber ich glaube, der Senna-Unfall sollte jetzt Grund genug sein, dass man irgendwo doch einen Schnitt macht. Ja, aber der Schnitt müsste eben in einer Form diktatorisch und aus rein sportlichen Gesichtspunkten und nicht aus politischen. Und das ist das Problem, dass die derzeitige Machtkonstellation mehr Möglichkeiten für Politik und Finanzen als für das Sportliche eröffnet. Aber es gibt relativ einfache Möglichkeiten, die jetzigen Unfallsursachen zumindest reduzieren würde und damit den technischen Defekt wegbringt. Und nochmals, wir haben ja immer noch den Reifen, der wesentlich anfälliger ist und wo also durch verschiedene Umstände ein Reifenschaden passieren kann. Dann haben wir es nochmals, dass das Auto steuerlos wird. Und wenn der Winkel nicht stimmt, dann glaube ich, ist es illusorisch, ob wir 250, 300 oder 330 fahren. Es muss Glück dabei sein, dass ein Pilot so einen Unfall überleben kann. Herr Wurz, Sie haben auch mitgebracht eine Skizze oder eine Zeichnung, wie Sie sich einen verbesserten Kopfschutz vorstellen können. Wenn Sie uns das vielleicht kurz erklären, also eine Art neuen Sicherheitshelm, denn der Kopf ist im Moment die ungeschützteste Stelle des Fahrers. Dazu muss ich ausholend sagen, dass uns wir, ich bin beim ÖMTC in der Fahrtechnik-Training beschäftigt und wir beschäftigen uns sehr viel mit Sicherheitseinrichtungen, sehr innovativ. Und wir haben zusammen mit meinem Freund Jörg Dürner voriges Jahr im Winter für den Alexander eigentlich, eben wegen den Fliehkräften, die auch in der Formel 3 auftreten, ein Rückhaltesystem entwickelt. Geben Sie es mir, vielleicht können wir es in die Kamera halten. Und zwar ein hydraulisch gedämpftes, wo eben die Kräfte, also das ist progressiv einstellbar, mit einem Hub bis zu 30 cm und mit einer Ausklinkvorrichtung. Sobald ich das Lenkrad entriegle, ist das auch ausgeklinkt. Die Umsetzung ist bis dato gescheitert, weil ich darf am Helm keine mechanischen Veränderungen vornehmen, und das funktioniert nur, wenn ein Kevlar-Gewebe, das hinten dann mit einem 4 mm Faden, ist in dem Fall 2, eingesetzt ist, dann funktioniert die Umsetzung. Nur das muss erst 4 genehmigt werden und so aber weiter. Aber es ist ein erster Schritt, etwas zu machen. Ja, und zwar das wäre so mehr oder weniger diesen Peitschenschlag-Syndrom, wäre dadurch eingedämpft. Das ist eine Kleinigkeit, ein kleines Steinchen natürlich. Helmut, wäre das eine Vorstellung? Ist sicher ein Schritt in diese Richtung, aber ich glaube, das Problem liegt woanders. Berger in seinem Imola-Unfall, dort, wo der Kopf am Armaturenbrett aufschlägt, das war 20 oder 30 Zentimeter vor seinen Händen. Der hat sich gedehnt. Also der Körper scheint sich zu dehnen um 20 bis 30 Zentimeter. Und der Senna-Unfall, das Monocoque war ja intakt, da ist auch der Körper, der Kopf ist gegen die Mauer hinaus. Ja, nur den Senna hätte wahrscheinlich auch kein Airbag gerettet. Ich meine,
irgendwo gibt es Grenzen. Nein, das ist die Physik und die Gehkräfte, das sind einfach solche Kräfte. Aber die, was ich eben sage, ist, dass die jenseits von 200 jederzeit auftreten. Also wir können jetzt nicht sagen, und es wird, der Motorsport hat seine Gefahrenmomente. Wird er immer haben. Wird er immer haben. Und man kann aber verbessern. Man muss dafür sorgen, dass der Fahrer nicht Passagier ist. Ja, das heißt, die technischen Defekte gehören. Das ist ja das Erschreckende, dass Teams mit einem Budget zwischen einer halben Milliarde Schilling und einer Milliarde Schilling Materialfehler haben. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wir kommen zum Schluss der Sendung, dass etwas geschehen muss. Es ist der Zeitpunkt gegeben, dass der Motorsport nie ganz gefahrlos verlaufen kann, aber dass man jetzt die Initialzündung zu einer Verbesserung für die nächste Zeit schaffen muss. Ich danke herzlichst, dass Sie zu uns gekommen sind. Es war eine erste Vordiskussion über Dinge, über die man noch sehr viel zu reden hat, wahrscheinlich zu reden haben wird. Ich verabschiede mich für heute, bedanke mich bei meinen Gästen. Unsere nächste Sendung heute in einer Woche, ganz zum Schluss der Sendung, denken wir noch einmal zurück an die Rennfahrer, die am letzten Wochenende ihr Leben lassen mussten in Imola.